Funktionalität und Ästhetik. Schminke, Make-up. Design eines Hauses oder innerhalb einer Wohnung oder sowas. Design, Sounddesign fällt mir vielleicht ein, dass man Autotüren zuschlagen, Magnum-Eis, wie es bricht beim Essen. Da fällt mir ganz viel ein. Also ich denke dann allerdings erstmal an Bauhaus, weil mich Bauhaus total interessiert und auch, was ich ganz toll finde, das Reduzierte. Mhm. Design ist jetzt Möbelarchitektur, das geht jetzt querfeldein, Mode, mhm. Eigentlich alles. Ne? Ich weiß gar nicht, wo kein Design ist. Dass man zum Beispiel eine Nachricht gibt oder so ein Message gibt, damit die Leute, wer weiß ich, in einem Design mit Holz, damit die Leute so mehr Holz benutzen und sowas. Mhm. Oder damit man sich um die Natur kümmert. Lebensstimmung, Lebensfreude? Design kann sehr pragmatisch sein, glaube ich. Und es ist ein gutes Design, wenn es auch pragmatisch ist. Wenn etwas schön aussieht, sich schön in die Umgebung einfügt und dabei noch eine Funktion erfüllt. Schuhe, die sich selbst anpassen. Nee, ich würde gerne ganz, ganz viele Sachen mehr berücksichtigen, also so menschliche Bedürfnisse, die mir jetzt, gerade jetzt, was Münster im Moment baut, geht das sehr, sehr stark flöten. Also diese Neubauten, die sehen alle jetzt sehr gleich aus, sehr glatt aus und ich finde es immer noch ein bisschen an den Bedürfnissen vorbei. Also wenn ich so an Geschichten wie Gaudi oder 100 Wasser denke, dann denke ich, da geht es richtig in die richtige Richtung. Wohnräume, die möglichst klein sind, möglichst nachhaltig sind und gleichzeitig den Mensch in seinen Bedürfnissen nicht beschneidet. Das komplette Ed Hardy-Konzept würde ich sehr gerne umdesignen. Wohnungen, die so aufeinander gebaut sind, die so aussehen wie so ein Klotz. Ich kann zum Beispiel mit manchen Schuhen überhaupt nichts anfangen. Es gibt halt super viele Schuhe, wo ich denke, so, wer sich auch immer das ausgedacht hat, ja. Hatte nicht irgendwie so ein gutes Auge für Optik manchmal. Hello Kitty. Also, wenn jemand ein Design gemacht hat, das ist Kreativität. Und man darf nicht sagen, seine Kreativität lohnt sich nicht.